Heute freue ich mich darüber, mit Gary Krause sprechen zu können. Er ist der Leiter von Global Mission und er wird uns erzählen, wie wir uns an globaler Mission beteiligen können. Überall auf der Welt passiert so viel und ihr fragt euch vielleicht, wie kann ich mich beteiligen? Wie kann ich an dem teilhaben, was Gott überall auf der Welt tut? Heute haben wir also die Gelegenheit, etwas von ihm zu hören. Hallo, wie geht's dir? Gut, super. Even in conversations that I've had with other pastors, selbst in Gesprächen mit anderen Pastoren kam die Frage auf, was heißt ganzheitliche Mission? Vielleicht kannst du uns helfen, klarer zu sehen, was das bedeutet. Okay, ich kann nur sagen, was es für mich bedeutet. Ich glaube, dass Jesus uns gezeigt hat, was es heißt. Einerseits hat er gepredigt und gelehrt. Wir können das in den Evangelien nachlesen. Manche Bibeln haben alles, was Jesus gesagt hat, in roter Schrift gedruckt. Aber wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass er mehr Zeit damit verbracht hat, Kranke zu heilen und sich um die emotionalen Bedürfnisse der Menschen zu kümmern. Er hat also auf der einen Seite die gute Nachricht mit Worten weitergegeben, andererseits aber auch durch seine Taten. Die beste Beschreibung der Methode Jesu findet sich meiner Meinung nach in dem Buch Auf den Spuren des großen Arztes von Ellen White auf Seite 106. Hier nennt sie die Bestandteile, mit Menschen in Kontakt kommen, Mitgefühl zeigen, ihren Nöten abhelfen, Vertrauen gewinnen und sie dann in die Nachfolge rufen. Unser Leben ist chaotisch und wir können nicht einfach sagen, jetzt bin ich mit der ersten Phase fertig, jetzt kommt die zweite. Wir müssen das ganze Bild sehen. Es funktioniert auch nicht, wenn wir nur daran interessiert sind, zu predigen, Seminare zu halten oder Bibelstunden zu geben. Wenn wir den Menschen nicht zuhören, nicht mit ihnen lachen oder weinen, dann haben sie nur eine verstandesmäßige Erkenntnis unserer Glaubenspunkte, die wir ihnen mitteilen möchten. Ich verwende als Beispiel ein Klettband. Es verbindet Dinge miteinander, und wenn man es unter dem Mikroskop betrachtet, ist es eine Kombination aus Haken und Schlingen, die sich verbinden. Man kann sie zusammendrücken und auseinanderziehen. Hat man nur einen Haken und eine Schlinge, vielleicht ein intellektuelles Wissen über Jesus, dann kann man das sehr schnell auseinanderziehen. Aber wenn man eine ganzheitliche Beziehung hat, wo Jesus dein Herz berührt hat, nicht nur deinen Kopf, und du tatsächlich erlebt hast, dass ein Christ sich um deine körperlichen Bedürfnisse gekümmert hat, dann ist da eine stärkere Verbindung. Das meine ich mit ganzheitlicher Mission. Ich finde es gut, mit Literatur zu missionieren. Ich finde auch die Medienarbeit wunderbar. Wir brauchen alle diese Dinge, aber sie haben nur eine unterstützende Funktion. Sie können nicht den Kontakt von Mensch zu Mensch ersetzen. Jesus hat sich nicht damit zufrieden gegeben, im Himmel zu bleiben und uns ein Flugblatt zu schicken. Er hat uns auch nicht die 28 Glaubenspunkte auf einem Blatt Papier gegeben. Er kam auf die Erde, machte sich die Hände schmutzig, wurde Mensch, wurde einer von uns, weil so Mission funktioniert. Ach, tut mir leid, ich predige zu viel. Ja, ich weiß, das gefällt mir. Sein fleischgewordenes Ich bin bei euch. Da geht es nicht um uns oder die dort, nicht ich bin hier. Was können wir tun, um die dort zu erreichen? Es geht um uns. Wir machen das zusammen und ich möchte mein Leben mit dir teilen. Das ist ein völlig anderer Ansatz. Anstatt zu sagen, wie können wir sie verändern, muss es heißen, wow, hier werde ich verändert. Wir werden zusammen verändert. Mal sehen, wo Gott uns gemeinsam hinführt. Das gefällt mir.